Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Wasserstoff ist ein Thema, das hat uns in den letzten Videos immer wieder beschäftigt. Wasserstoff als Speichermöglichkeit für Solarenergie zum Beispiel. Und immer wieder kommt das Wort von der Power-to-Gas-Anlage auf. Und wer von euch hat schon mal eine Power-to-Gas-Anlage gesehen? Ich, nämlich heute. Ich bin heute in Grenzach-Wielen bei Energiedienst und darf dort mir erklären lassen, wie so eine Power-to-Gas-Anlage funktioniert. Wahrscheinlich kann ich sie nur von außen sehen, aber ich habe auf jeden Fall einen interessanten Gesprächspartner. Und das ist Peter Trawitzki. Hallo Herr Trawitzki, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Gern. Herr Trawitzki, was macht Energiedienst und was machen Sie bei Energiedienst? Ich befasse mich beim Energiedienst seit 8 Jahren mit neuen Geschäftsfeldern und da insbesondere mit sogenannten Power-to-X-Themen. Energiedienst hat seine Wurzeln in 2 großen Wasserkraftwerken am Rhein, in Rheinfelden und in Laufenburg, die von Schweizern und Deutschen gemeinsam betrieben wurden. Inzwischen sind einige Wasserkraftwerke dazugekommen und wir haben auch ein Netzgebiet, so ungefähr in dem Rechteck zwischen französischer Grenze und Bodensee und von Süden nach Norden, von der Schweizer Grenze bis nach Freiburg im Breisgau. Die wir überwiegend mit grüner Energie beliefern. Unsere Industriekunden haben im Gegensatz zu den Privatkunden die Wahl, auch Graustrom zu beziehen. Anders gesagt, die Privatkunden bekommen von Ihnen nur Ökostrom. Ausschließlich. Kann man den auch in ganz Deutschland kaufen? Ja, selbstverständlich. Wir bieten unseren Strom in ganz Deutschland an. Und der heißt Naturenergie, richtig? Und er heißt Naturenergie. Man sieht hier ganz schön die verschiedenen Wasserkraftwerke, die zu Ihnen dazugehören. Nun haben Sie eine Power-to-Gas-Anlage. Seit wann gibt es die? Die Inbetriebnahme war in 2019. Mhm. Im Dauerbetrieb ist sie seit rund einem halben Jahr. Bevor wir jetzt rüber zur Power-to-Gas-Anlage gehen, warum gibt es die überhaupt? Ist das schon was, womit man Geld verdienen kann? Momentan leider nicht, aber wir glauben dran, dass es ein Geschäftsfeld sein könnte. In Konstellationen, wie wir sie hier haben, sprich wir nehmen unseren eigenen Grünstrom aus einem Wasserkraftwerk und verwenden ihn ohne Nutzung eines öffentlichen Stromnetzes dazwischen, können wir mit einer optimal gebauten Anlage der Wirtschaftlichkeit schon heute nahe kommen. Voraussetzung, der Wasserstoff geht in die Mobilität und nicht in die Industrie. Okay. Für in Deutschland hergestellten Wasserstoff kann ich mir sinnvoll eigentlich nur den Einsatz in der Mobilität vorstellen. Mhm. Da werden die Brennstoffkosten verglichen mit denen eines fossil befeuerten, also mit Benzin oder Dieselfahrzeugen, was zu deutlich höheren Wasserstoffpreisen führt, als die Industrie derzeit bereit ist zu bezahlen. Dann schauen wir uns jetzt die Anlage mal an. Gern. Ich würde gerne rein, aber das geht im Moment nicht. Warum nicht? Nun, die Anlage läuft und im Betrieb ist es nicht zulässig, Besucher durch die Anlage zu führen. Ist da was gefährlich? Potenziell ja. Es ist eine alkalische Elektrolyse, die mit Kalilauge betrieben wird. Okay. Steht unter 30 Bar Druck. Theoretisch könnte es eine Undichtigkeit geben und Kalilauge austreten, was zu Verätzungen führen könnte. Und da ist dann dafür gesorgt, dass wenn ein Mitarbeiter da drin ist, das dann schnell behoben werden kann, aber nicht unbedingt bei Besuchern. Der Mitarbeiter geht sowieso mit persönlicher Schutzausrüstung rein. Das heißt, es ist per se eigentlich geschützt. Darüber hinaus gibt es aber Notduschen, allerdings nur eine. Das haben Sie gerade gesagt, eine alkalische Anlage. Mhm. Es gibt also verschiedene Arten von Power-to-Gas-Anlagen, richtig? Ja, es gibt ohnehin verschiedene Arten von Power-to-Gas-Anlagen, aber auch schon bei der reinen Elektrolyse, bei der Wasserstoffherstellung gibt es die altbekannte alkalische, es gibt die sogenannte PEM-Elektrolyse, es sind Hochtemperatur- und Co-Elektrolysen in Arbeit, also da tut sich einiges. Die Frage ist ja immer, wie viel Energie muss man vorne reinstecken, damit hinten was rauskommt. Ja. Wie ist da im Vergleich die alkalische Elektrolyse, die Sie hier betreiben? Wir liegen bei der alkalischen bei einem Wirkungsgrad von Größenordnung 70% und sind damit etwas besser als die PEM sogar, obwohl diese neuer ist. Diese hat einfach den Vorteil, dass sie wirklich in Sekundenschnelle von geringer Last auf 100% auf Nennlast gehen kann. Was Sie hier nicht unbedingt brauchen, weil der Rhein nicht so wahnsinnig oft plötzlich stoppt, richtig? Der Rhein, der fließt und damit auch die Stromproduktion. Das ist also nicht so fluktuierend wie bei Sonne und Wind. Aber selbst die Reaktionszeiten, die man braucht, um Sonnen- und Windproduktionen zu folgen, das schafft die alkalische Elektrolyse auch. Diese extreme Geschwindigkeit ist meines Erachtens gar nicht notwendig. Hier stehen also 2 schöne Container im Vordergrund. Gehören die auch zur Anlage dazu? Die gehören auch zur Anlage. Die Anlage dient auch Forschungszwecken. Zum einen ist unsere 1-Megawatt-Anlage mit einer Vielzahl von Messgeräten bestückt, sodass das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung herausfinden kann, an welcher Stelle Energieverluste, Wirkungsgradverluste auftreten und wo es sich am ehesten lohnt, die alkalische Elektrolyse zu verbessern. Dann gibt es einen zweiten Aspekt, und da sehen wir den zugehörigen Container vom ZSW dazu. Mir geht es darum, Forschung im eigentlichen Sinne zu machen. Da werden zum Beispiel diverse Oberflächenbeschichtungen für die Elektroden getestet. Ist es denn überhaupt nötig, die durch Wasserkraft hier gewonnene Energie
per Elektrolyse in Wasserstoff umzuwandeln oder könnte die eigentlich so direkt verbraucht werden? Es ist natürlich so, dass wenn man direkt elektrische Anwendungen hat, zum Beispiel die Batterieelektrik, wird man deutlich bessere Effizienzgrade haben, als wenn man erst Wasserstoff erzeugt. Aber die Batterieelektrik ist leider nicht für jeden Anwendungsfall geeignet. Schwerlast-Lkw, wenn Sie da eine hinreichende Reichweite haben wollen, dann brauchen Sie so viel Batterie, dass Sie kaum noch Ladung dazu tun können, aufgrund der Masse der Batterien. Bei einem Flugzeug kann man sich das schon gar nicht mehr vorstellen. Sprich, wir brauchen Alternativen für die Batterieelektrik. Und da könnte Wasserstoff eine der Lösungen sein. Ja, was passiert denn jetzt in dieser Wundermaschine genau? Wir spalten Wasser, H2O, auf in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff. Das funktioniert so, wie wir es aus der Schule vom Knallgasexperiment kennen. Man nehme Wasser, versorge das mit Gleichstrom, einer Anode, einer Kathode, Plus- und Minuspol. Und unter dem Einfluss der elektrischen Spannung wird sich das Wasser spalten, eben in Sauerstoff und in Wasser. Der Sauerstoff wird übers Dach abgegeben. Hätten wir eine Kläranlage oder ähnliches in der Nähe, die Sauerstoff nutzen könnte, würde man den natürlich nutzen. Und der Wasserstoff steht dann einfach für unsere Zwecke zur Verfügung. Das heißt, wir haben vom Wasserkraftwerk eine Stromleitung, die in Ihren Apparat reingeht. Der Strom wird in Gleichstrom gewandelt. Genau. Dann sorgt er dafür, dass Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff ganz genau getrennt wird. Wird dabei Wasser verbraucht? Ja, es wird Wasser verbraucht, aber wir reden bei einer 24-Stunden-Tagesproduktion von mehreren Badewannen. Mhm. Also es ist wirklich vernachlässigbar, der Wasserbedarf. Dem Ökosystem geht eigentlich kein Wasser verloren, oder doch? Dem Ökosystem geht kein Wasser verloren. Das geht ja dann nachher als Wasserdampf wieder in die Umgebung, wenn es aus der Brennstoffzelle rauskommt. Die Hälfte der Anlage besteht darin, den Wasserstoff einzufangen. Und dann wird er durch dieses ganz dünne, kleine Röhrchen tatsächlich von dieser Riesenanlage ausgeleitet. Das ist so, ja. Ist das so wenig oder warum braucht man nur so ein dünnes Röhrchen? Es liegt einfach am Energieinhalt des Wasserstoffes und der Komprimierung natürlich. Also einmal hat der Wasserstoff einen relativ hohen Energieinhalt als Gas schon und zum anderen wird er in unserer Anlage bei einem Druck von 30 Bar erzeugt, sprich entsprechend komprimiert. Und hier dann weiter komprimiert, weil hier stehen ja die Speicher hinter uns. Genau, in dieser Anlage gibt es nach der Elektrolyse und der Gasaufbereitung einen Verdichter, der den Wasserstoff von rund 30 Bar auf etwa 300 Bar verdichtet. Muss ich jetzt Angst haben, wenn wir vor diesen 300 Bar Flaschen stehen? Müssen Sie nicht. Ist das wirklich so sicher? Ich habe es jetzt schon verschiedene Leute gefragt und jeder, der mit Wasserstoff zu tun hat, sagt, es sei sicher. Ja, das ist so. Und vor allen Dingen, wenn man beginnt, sich mit Wasserstoff zu befassen, dann ist man häufig erstaunt, mir ging es auch so, wo überall Wasserstoff eingesetzt wird und in welchen Mengen. In Raffinerien, in chemischen Werken, zur Margarineherstellung, bestimmte Metallverarbeiter haben Wasserstoffflaschen auf ihrem Hof stehen. Also eine Technologie, die seit 100 Jahren wirklich im Griff ist. Hätten wir da jetzt einen Benzintank, würde ich mich wesentlich unwohler fühlen. Haben Sie irgendeine Idee, wieso sich diese Vorstellung vom explodierenden Wasserstoff so hält? Ich versuche es zu verstehen, ich kann es nicht wirklich. Also wir erinnern uns alle ans Knallgasexperiment. Vielleicht ist es wirklich so eine einschneidende Erfahrung. Vielleicht haben wir die Bilder der Hindenburg im Kopf. Katastrophe, große Katastrophe. Soll auch mal irgendwo eine Wasserstofftankstelle explodiert sein? Selbstverständlich kann auch was passieren. Also das ist außer Frage. Es gibt keine absolute Sicherheit. Es ist gerade auch ein Öltanker leckgeschlagen. Ja, auch gerade im Umgang mit Benzin passiert relativ häufig etwas und dann meistens deutlich gravierender. Ein weiteres Argument gegen Wasserstoff scheint immer die Flüchtigkeit zu sein. Also ich habe im letzten Video, als es darum ging, den eigenen Sonnenstrom praktisch in solchen Flaschen für den Winter vor dem Haus zu lagern, immer wieder die Kommentare gelesen, ja, bis zum Winter ist es sowieso weg, weil es ist ja so flüchtig. Ist da was dran? Das sehe ich nicht. Unsere Systeme sind technisch dicht. Das sieht man daran, dass wir in unserer Anlage, das ist eine geschlossene Halle, keinerlei Dauerlüftung oder so etwas betreiben müssen. Sprich, da entweicht praktisch gar nichts. Ja, jetzt sind wir hier an der Verladestelle sozusagen, wo die Wasserstoffflaschen rausgehen. Wie viel wird denn hier erzeugt ungefähr? Die Anlage hat eine Nennleistung von 200 Normkubikmetern Wasserstoff pro Stunde. Das entspricht etwa 18 Kilogramm Wasserstoff pro Stunde. Das ist jetzt praktisch zum Verkauf? Das ist jetzt zum Verkauf. Wir haben jetzt hier gerade einen sogenannten Trailer, einen 200 Bar Trailer. Und wer sind die Abnehmer? Also wir liefern momentan in die Industrie. Immerhin, wir erzielen Preise, die unsere variablen Kosten decken. Sprich, die Anlage läuft zumindest. Und während wir quasi auf den Mobilitätsmarkt warten, der in Entwicklung ist, wenn man rüber schaut in die Schweiz, da tut sich deutlich mehr. Vielen Dank, Herr Trawiczki. Sehr gern. Für dieses Gespräch, die interessante Führung.
Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, die interessanten Informationen von Herrn Trawiczki. Wenn ja, dann lasst mir unbedingt einen Like für dieses Video da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und kommentiert auch gerne fleißig unten, was ihr von diesem Video haltet und was ihr sonst auf meinem Kanal gerne sehen möchtet. Bis zum nächsten Mal, euer Dieser Dad.